Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. einem neuen kleinen Video zu Altes Live. Heute bin ich nicht als Söldner unterwegs, wie viele von euch ja vielleicht schon wissen oder einige, die meine Altes Live Videos so ein bisschen verfolgt haben, spiele ich ja eigentlich als Söldner. Das ist eine kleine Gruppierung, die wir gegründet haben. Ursprünglich waren wir mal eine andere, sind dann fusioniert und dann habe ich ja zum Beispiel Videos von der Basis gemacht und von der Einweihungsparty. Heute möchte ich euch ein kleines RP-Event zeigen und ich hoffe, dass alles gut geht. Wir sind nämlich als Zivilisten auf dem Server von Altis, bzw. von Synced.de. Das ist der Server, wo ich spiele. Das schreibe ich meistens auch mal in den Titel oder in die Beschreibung mit rein. Und wir haben Folgendes vor. Also ihr seht gerade, dass wir relativ weit am Eck sind. Wir möchten eine Geiselnahme durchziehen. Und zwar gibt es auf dem Server von Synced.de eine Firma, die sich Brewforce nennt und die braut Bier. So, wir haben uns dann überlegt, eine kleine RP-Geschichte dahinter. Wir sind heimisch auf dem Server, heimisch auf Altis quasi. Wir sind hier groß geworden und wir finden es nicht gut, dass Naturressourcen von der Brewforce ausgebeutet werden und zu Bier verarbeitet werden. Und dieses Bier verkaufen sie dann mit hohem Profit, um sich quasi damit reich zu machen. Also Hintergrund von Brewforce ist im Endeffekt, dass sie Bier farmen und das an die Zivilbevölkerung verkaufen. Das ist auch tatsächlich so. Ist auch eine ziemlich coole RP-Idee und wir nutzen diese RP-Idee quasi für unser RP und sagen, das finden wir nicht gut, weil sie damit Geld verdienen und deswegen nehmen wir Geiseln, werden uns dann auch verschanzen und zwar hier oben in der Burg Thronos und sind sogar gerade schon auf dem Weg und werden von der Polizei, von der örtlichen Polizei dann Bier fordern. Wir sagen, wir möchten Freibier haben und zwar 2 Hammets voll, das sind die großen Laster und die müssen sie uns liefern, ansonsten passiert den Anführern der Brewforce etwas und die Brewforce haben wir quasi in eine kleine Falle gelockt und zwar sollen sie uns Bier liefern und zwar nach DP4, weil wir eine private kleine Grillparty aushacken. Ich persönlich, also ich selbst bin der Verhandlungsführer, also der Sprecher. Und ich werde deswegen wahrscheinlich mal meinen Sound ein bisschen lauter stellen, damit ihr auch alles hören könnt. Die Effekte sind nämlich immer sehr leise in dem Spiel. Lautstärke der geskripteten Funkgespräche, das sollte so passen. Aber wir fahren jetzt gerade wieder runter. Ich werde auch gleich das Teamspeak wieder zuschalten. Also ich bin auch noch mit anderen im Teamspeak. Also ich wollte euch das nur kurz erklären. Und unsere Hoffnung ist, dass wir die Geiselnahme bzw. die Verhandlung und dieses ganze Event ohne Verluste durchführen können. Und er legt sich erstmal nieder. Ohne Verluste durchführen können. Denn, ja, wir wollen einfach nur schönes RP spielen. Und dafür steht nämlich Altis. Für richtig gutes Rollenspiel. Das begreifen leider wenige Leute, beziehungsweise nicht viele. In Altis geht es im Endeffekt um die Interaktion zwischen den Menschen. Und das möchte ich euch ganz gerne mit diesem kleinen RP-Event auch nochmal zeigen. Also, ich mache jetzt wieder TS an. So, ich nehme jetzt auf und euch hört man jetzt wieder dann. Okay, jo. Nur, hast du gehört, ist, was wir gesagt hatten wegen TS, Gruppenchat und so weiter? Nee, gar nichts. Was habt ihr denn gesagt? Also wir für den RP haben wir gesagt. Du bist doch schon da. Dass wir im Gruppenchat dann sprechen, oder was? Ja, dass wir versuchen, TS so wenig wie möglich zu nutzen. Okay. Cool. Einmal drehen, bitte. Bitte jetzt drehen. Event. Sind die schon da? Sind die Kollegen von der Blutwache? Ja, wer von uns ist der Bewaffnete? Ich renn gerade hoch zur Burg. Wir brauchen ja noch welche, die sie dann davon abhalten, wieder in den Heli zu springen. Also ja, wir sind ja schon da, ich bin bloß an der Einfahrt vorbeigefahren. Wie seid ihr da jetzt? 5 Leute oder 4 oder 5 Leute? Ist die Brewforce auch schon da oder sind die noch unterwegs? Nein, die sind noch unterwegs. Ich würde mal sagen, die 2, die hinten im Zamak drin hocken, ja. Also ich und wer auch immer noch mit drin sitzt, wir stellen uns dann klammheimlich neben den Heli. Ich höre sie auch, da kommen sie gerade. Wo ist unser Samak? Steht unter ihnen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht nicht 100 Meter am ATM sind, sondern... Guck mal den Samak bitte. Ich bin doch hier. So, du bist als Fahrer dran. Ah, okay. Ja, dann fahr schon mal vor, bis wenn der gelandet ist. Kannst du dann neben ihn fahren. Wo sind die bewaffneten Leute? Im Sangemark drin. Die sehen weitestgehend unbewaffnet aus, also der Heli hat keine Waffe auf dem Rücken. Wo will der denn landen? Irgendwo Platz. Aber hier. Vor der Kirche. Aber ich bin nicht der Einzige, der eine Waffe hat von den Vieren hier.
Ich hab auch noch eine, ich sitze aber im Auto. Ah, okay. Hört's nicht ganz so drauf mit dem Fliegen? Ich sehe aber gerade, da ist nur noch einer drin. Dann kommt. Das ist wohl der andere. Der steht hinten eingestiegen. Ja, das kann sein. Ja. Hinten sehe ich aber keinen. Zur Not haben wir halt noch eine Geisel. Nee, zwei wären halt schön. Die waren auf jeden Fall zu zweit beim Bierbrauer, die habe ich beide da aus. Ich habe Angst. Oh, was macht er denn? Kann halt ein Stück weiterfliegen. Vielleicht hat sich die Geisel mit einem großen Knall erledigt. Landet der da auf dem Friedhof? Ja! Alter. Meine Güte, du störst die Totenruhe! Ja, doch nicht davor. Aber auf einer ziemlichen Schräg. Na, ist gelandet, kannst ranfahren. Papa, ja, wir sind zu zweit. Okay. Aber der eine, der Heli bleibt sitzen. Fahrer. Direkt neben dem Friedhof, die armen Toten. Der hat eine Waffe dabei, der Pilot. Ja. Fahr mal so hin, dass ich die nicht reingucken können, was hinten drin ist. Fahr mal so ran. Bitte, danke. Wer macht den Zugriff? Also das muss dann einer von euch machen. Los. Ja, wir können ja auch mal fragen. Johannes oder? Thier macht das. Wer hat den meisten Platz von euch? Der junge Mann zittert schon. Packen wir mal, ob die in den Samak reinpacken können. Ich brauche eine Bulle. Geh mal her. Könnt ihr das mal rüber in den Samak packen? Wir haben hier einen Samak zu stehen, dann können wir umlagen. Mach mal Motor aus. Also ich habe 10 Bier gekriegt. Ich guck mal, dass ich jetzt eins nehme. Dann müsst ihr uns halt einen Schlüssel geben, oder ich gebe euch ein Inventar. Sag einfach, du hast einen Schlüssel. Vielleicht besser, oder? Moment. Warte mal, ganz langsam hier. Ey, warte mal, das Zeug hier, ja? Das Zeug hier nennst du Bier. Ganz langsam. Ja, beide in der Waffe. Und Lampe? Was sagst du? Scheiße, oder? Schmeckt doch. Ich hab noch kein Bier. Du bist der Biertester. Du ich hast hab hier gerade einen Schlüssel verteilt. Ich hab ein Bier, warte mal. Du hast ein Bier. Oh. Ich hab dir jetzt keins gegeben, aber das der geht halt schneller. Der packt den Samak rein, Zugriff? Ja, dann mach halt. Ne, der eine ist gerade am Heli, pass auf. Jetzt. Jetzt könnt ihr die anderen aus dem Auto rausholen. So funktioniert das nicht. Ich hab keinen. Wer hat Kabelbinder? Los. Das ist ja böse. Ich hab keine Kabelbinder. Was ist das jetzt? Ich fühl mich gerade irgendwie schlecht. Der zweite Anfahrtsweg, also ich gucke ja schon DP4. Schöne Fingernägel, Herr Fahrer. Ich muss noch Richtung Osten gucken. Von der Burg aus vielleicht. Dann haben wir beide einen. Und du sitzt neben mir! Gut, ich kann meinen Kopf ganz komisch einmal rumdrehen. Das ist das Bier. Genau das ist das, was wir meinten. Na, hier draußen würde ich dann aber nicht stehen bleiben. Der verpanscht ist. Ja, schwindlig, ich habe immer noch Gehirnerschütterung. Du kannst hier überall umrundet werden. Wir punchen nie. Ja. Man sollte halt nicht so viel von seinem eigenen Zeug probieren, vor allem wenn es sonst qualitativ nicht so gut ist. Das ist Qualitätssicherung. Das Ding ist halt, ihr habt einfach nur keinen Geschmack. Das müssen die immer beachten. Ja, sagen wir auch. Die sind einfach nur verfehlt. Also wenn das Qualitätssicherung ist, dann habt ihr bestimmt irgendwann mal Säure getrunken. Das ist extra kalt gehopftes Festbier, Junge. Ich fahr einmal das ist gut, wir haben den besten Aromahopfen ausgepackt. Die macht's aber echt schon geil. Das muss nicht schmecken, das muss knallen. Ja, da verstehst du dich aber jetzt nicht. Ah, alles was da knallt, ist meine Galle. Wo packen wir den Samad? Da? Oben. Na, oben da. Das sehe ich jetzt als schlimmere Beleidigung als diese Entführung hier an. Da links hoch, ah, okay. Ja, du musst halt schon hochfahren. Ja, gut. Lass erstmal die Geiseln raus. Ne? Ich hol den. Ich fahr den da hoch. Die Geisel da raus. Ausziehen. Aber warte, ich muss raus noch vorher. Denk dran, die werden wahrscheinlich wieder keine jetzt ohne Kabel. Kriegst du nicht rausgezogen. Das ist mies. Ah, jetzt. Eins. Also, wo packen wir die denn? Oh, hier haben wir einen richtig schönen Schuppen oben drin. Ein richtig schöner Schuppen. Na dann los mit den Nota. Hier ist schön. Wir haben euch ein richtig gemütliches Plätzchen vorbereitet.
Richtig schön kuschelig und warm. Ah, können euch nachher noch ein paar Reifen anzünden. Ich stelle mich dann freiwillig als Biertester zur Verfügung, wenn es dann dran geht, die Bierware zu überprüfen, wenn sie kommt. Mal weg hier von mir, ich kann die Story kennen. Hast du, kannst du? Dann, sonst nehme ich dir den ab. Ja, ich kann gerade nicht. Na warte, ich nehme den dir ab. Das ist so steinig hier, kriege ich eine Matratze? Ja. Und zugehe ich es auch. Können ihr ein paar Bierflaschen dazu packen? Ich hab Nacken. Oh ja. So, hallo, ich bin Dr. Professor Hansen. Also im Zahnmarkt ist Essen und Trinken für die Geiseln. Nimm, gib denen das schon mal. Ausziehen kann ich die nicht, ne? So. Also ich habe jetzt geschrieben, hallo Commander, wir sind die Bierradio und wollen gutes Bier. Aufgrund dieser Tatsache haben wir zwei führende Köpfe der Brew Force One in Gewahrsam genommen. Die BFO verpanscht unsere schönen, natürlichen Ressourcen von Altes mit Spiritus, um noch mehr Profit aus unseren Bodenschätzen rauszuschlagen. Das nehmen wir nicht länger hin. Wir fordern eine unvoreingenommene und politisch neutrale Person als Verhandlungsführer, also eine Frau. Wir sind zu friedlichen Verhandlungen bereit und hoffen uns keinen offenen Konflikt, sind aber dazu bereit. Check. Das ist richtig gut, ey. Das ist richtig gut. Perfekt. Und nachher kommt, haben wir nicht gelesen. Ja. Kannst du hochscrollen. Ich hab ein Bußgeld gegeben, da war gerade ein Bußgeld von 10.000. Entschuldigen Sie die verspätete Nachricht. Wir haben von Ihrer Nachricht Kenntnis genommen und sind gewollt, mit Ihnen zu verhandeln. Allerdings werden wir als Verhandlungsführer keinen Rekruten oder Rekrutin schicken. Dann ja, sag ja. Ihnen, dann sollen Sie einen Officer daneben stellen. Also, dann Ausbedingungen. Dann würde ich schon mal schreiben, da fangen unsere Verhandlungen an. Dann, ja. Ne, ich kann ja auch schreiben, dann schicken sie uns einen, dann schicken sie uns eine männliche Person mit weiblichen Zügen. Rekrut Johnson, Harry und Larry S. Wer führt die Verhandlung? Die sieht aber ziemlich männlich aus von weitem. Wenn sie wollen, kann ich mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ja, dann lass es doch draußen. Wenn sie das machen, werden sie doch einen ausgestiegen. Wir sind zu viert und keiner ist gewillt, die Waffe zu benutzen. Bitte einmal vortreten und die bewaffneten anderen Personen etwas weiter zurückziehen. Ja, also Edgar, Larry S., Johnson und Harry. Ich werde euch gegebenenfalls kurz mal muten. Wäre besser. Guten Tag. Das ist korrekt. Kennen Sie unsere Forderung, beziehungsweise kennen Sie den Grund unserer Geiselnahme? Negativ. Klären Sie sich bitte auf. Also, wir sind die Bierradi. Wir sind eine kleine Rebellenorganisation, die für den Naturschutz und die natürliche Reinheit des Bieres auf Altes steht. Und wir haben zwei Köpfe der sogenannten Brew Force One gefangen genommen. Eine Organisation, die dafür bekannt ist, die Bodenschätze, Hopfen und Malz von Altes zu rauben und sie mit Spiritus zu verpanschen, um den Profit zu steigern beim Verkauf. Das nehmen wir nicht länger hin und deswegen fordern wir zwei Hammett-Ladungen feinstes Bier, selbst gebraut bei uns hier in Oreo Castro. Und dann wird den Personen auch nichts geschehen. Auch einfach der Lebensmittelbehörde Bescheid sagen können. Das, wenn Sie mir den Ansprechpartner der Lebensmittelbehörde geben. Gebraut werden. Bitte? Ja, ich lass das mal prüfen. Ja, aber trotzdem stehen die beiden Kollegen da oben für ihren kapitalistischen Hintergedanken, den wir hier nicht dulden. Ja, gut. Ich bin mit der wirtschaftlichen Situation hier, was Bier angeht, nicht ganz vertraut. Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus. Was für Konkurrenzfirmen gibt es denn noch, die hier Bier brauen? Keine. Sie haben das absolute Monopol. Und verkaufen das Bier teuer an die Zivilbevölkerung von Altes. Nun ja, es gibt da ein kleines Problem, das Sie sicherlich aus der Logik her nachvollziehen können, wenn Sie mal kurz drüber nachdenken. Wenn Sie und Ihre Geiseln die einzigen Brauereien sind, wo sollen wir denn jetzt zwei Hammett-Ladungen Bier herbekommen? Ja, da müssen Sie sich was einfallen lassen. Ich bin ja nicht dafür da, um Ihnen unsere Forderungen, den Lösungsweg dafür aufzuzeigen. Beispielsweise haben wir einen Mitarbeiter der Brew Force One leider nicht bekommen. Und ansonsten gibt es ja eine reiche Bevölkerung oder viel Bevölkerung auf Altes. Da finden sich bestimmt ein paar Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Gut, Sie werden aber sicherlich verstehen, dass es ein wenig dauern wird, dass wir das jetzt nicht sofort umsetzen können. Selbstverständlich. Und
als Zeichen ihres guten Willens. Sie haben jetzt zwei Geiseln, verstehe ich das richtig? Das ist korrekt. Würden Sie uns als Zeichen ihres guten Willens eine Geisel übergeben, damit wir eine Grundlage haben des Vertrauens, um miteinander hier überhaupt weiter zu verhandeln? Wenn Sie einen Lösungsweg finden und uns den plausibel erklären können, dann sind wir gewillt, Ihnen eine Geisel... Doktor, lass den Scheiß, du warst noch nie gut in plastischer Chirurgie. Naja, Sie behalten ja eine Geisel. Also geben Sie mir, ey, ich habe schon jede Menge Doppelt-Köpfchen hier gemacht. Ich muss mich umgehend drum kümmern, einen Lösungsweg zu finden. Ich kann als Bierfreund Ihre Forderung auch verstehen, aber Sie sind meiner Meinung nach auf dem falschen Weg, dafür das Gesetz zu brechen. Eine Geisel möchte er haben, er darf sie sehen. Als Vertrauensbeweis. Sie stellen mich vor einer schwierigen Situation. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, dass wir es gut meinen und dass wir auf friedlicher Basis zusammenarbeiten wollen, aber Sie haben selber schon geäußert, dass Sie noch nicht zu 100% wissen, wie Sie das Bier ranschaffen wollen und was für eine Lösung Sie da bevorzugen. Von daher kann es auch durchaus sein, dass Sie jetzt die eine Geisel fordern und dann schon mal ein Leben gerettet haben und uns dann mit Waffengewalt quasi dazu zwingen, eventuell das Leben der zweiten Geisel aufs Spiel zu setzen, was natürlich auch nicht unser Ziel ist. Dann lassen Sie mich als Sicherheit. So, ich stehe an der Mauer, wir können die Geisel sehen. Ich sage Ihnen mal gleich, ich werde meine Waffe nicht abgeben. Aber versteckt euch mal der Rest bitte. Selber gegen eine Geisel. Dass nur der er zu sehen ist. Sie wollen eine bewaffnete Geisel sein, dann, verstehe ich das richtig? Ja, genau. Dann sehen Sie mich nicht als Geisel, sondern sehen Sie mich als Sicherheit. Ich habe außerdem nur noch zwei Kopfs im Visier, also mit dem Verhandler 3, wo ist der vierte hin? Der wird wahrscheinlich also richtig. Das muss ich ganz kurz im Funk besprechen, weil das ist ja dann schon ein Eingriff in unsere Sicherheit, beziehungsweise ein tieferer Einschnitt. Eine Sekunde bitte. Also Leute, er möchte eine Geisel austauschen gegen sein eigenes Leben, jedoch möchte er sein Funkgerät nicht abgeben und seine Waffe möchte er nicht abgeben, aber wir können ihn quasi als Geisel nehmen. Wenn, dann muss ich die Geisel runterbringen als Doktor, um zu bestätigen, dass die andere auch noch gut geht. Nein, okay. Das können wir machen. Und er gibt definitiv sein Funkgerät ab. Sein Funkgerät, definitiv, Waffe kann er behalten. Von mir aus darf er als Verhandlungsführer mit Funkgerät da drinnen bleiben, aber... Das Funkgerät nimmt er ab und darf dann mit Erlaubnis von uns sprechen. Ganz einfach. Folgender Vorschlag, Sie nehmen das Funkgerät ab, Doktor, Sie kommst du dann runter und nimmst die Geisel ab? Ja, zur Not werden wir sie jedoch festnehmen, beziehungsweise festnehmen. Ich stelle sie einfach und hin. Sie dürfen auf Aufforderung mit uns sprechen. Und als Doktor habe ich keine Waffe in der Hand. Falls es nötig ist, dass wir Informationen weitervermitteln, dann können wir das tun, aber erst auf Nachfrage. Gut, darf ich mein Handy behalten, damit wir... Nee, die Geisel steht da unten bei mir. Steht die auch bei dir, Professor Doktor? Problemlösung Doktor? Ja. Okay. Ihr Handy dürfen Sie behalten. Wird das schlecht, Ihre Forderung zu erfüllen. Ihr Handy dürfen Sie behalten und Sie dürfen dann mit dem Handy auch in Kontakt bleiben. Jedoch werden wir Ihnen auf die Finger gucken und möchten die Nachrichten sehen, die Sie versenden. Alter, der Rico gerade hoch. Ey, nimm mal ein bisschen Panzertape, bitte. Gut, ich werde eben einmal Rücksprache mit meinen Kollegen halten. Und ich wusste gar nicht, dass Geiseln so schlecht singen können, ey. Boah, weg mit denen. Boah, sag mal bitte, wenn ich in der Verhandlung bin und ihr im Gruppenchat redet, das ist lauter als der Direct-Chat, ja? Das ist ein bisschen schwierig. Okay. Wo ist denn eigentlich meine Kutsche? Also, er gibt sein Funkgerät ab, sein Handy darf er behalten. Ich habe gesagt, wir gucken ihm auf die Finger und der muss uns die Nachrichten zeigen, die er verschickt. Gut, der Austausch wird hier auf der Straße unten erfolgen, damit niemand dazwischen funken kann. Soll ich schon mal hochfahren holen? Ja, warte, er geht nochmal zu seinen Kollegen und bespricht das mit seinen Kollegen. Also ich mach mich schon langsam auf den Weg nach unten zu Fuß. Kannst du gleich in die Kutsche mit einsteigen? Kannst du ihm mal sagen, dass der Letzte seine Waffe wegstecken soll? Weil das kommt nicht so gut mit erhobener Waffe da rumzustehen. Da hat er gar keine erhobene Waffe. Keiner von ihnen hat eine erhobene Waffe, dem die alle gesagt. Ja, nee, sorry, ich dachte gerade, der hinter Busch. Aber das ist ein falscher Winkel. Ja. Handy, gucken Sie mal. Sag Ihnen mal, das Nachtspiel besteht darin, dass wir das nächste Mal, wenn wir kommen, das Bier doch besser ist. Alles klar, ja, ich sehe das. Wunderbar. Wenn mich jemand anruft und ich eine SMS, also ich sag, ich lese Ihnen dann auch direkt vor, was mir geschrieben wird. Ihr könnt dann schon mal. Der Professor. Bin doch schon da. Wir haben einen extra Doktor, der für die psychiatrische und physische Behandlung unserer Geiseln zuständig ist.
Kommt zu dir hoch, oder? Als Beweis unseres guten Willens wird der Doktor uns kurz beiwohnen und Ihnen kurz erzählen, dass die Geiseln noch wohlauf sind. Danach werden wir eine Geisel unserer Wahl herunterfahren. Hier ist schon hier. Gleich nach. Geisel. Stopp, Doktor. Ach, er bringt die Geisel sogar mit. Na, das klappt ja wunderbar. Die Übernahme wird dort unten stattfinden. Sie können einen Kollegen aussuchen, der die Geisel entgegennimmt und nach oben rekrutiert. Danach folgen Sie uns dann verstanden. Zurück. Geisel steht auf 350. Heiner, mal bitte mitkommen zur Übernahme der Geisel. Boah, bleib mit dem Offroader stehen. Du leckst bei mir wie Sau. Ich habe gesagt, einer darf mit runterkommen, die Geisel übernehmen, ja? Komm, ich hab zwei. Ja, du kannst ihn aber auch sagen, ich hab ja. Wenn mach mal noch ein bisschen RP mit dem, von wegen. Ja, wenn alles also, gut ich ist. Möchte sie nochmal darüber aufklären. Und außerdem habe ich die Geisel hier gerade eben. Ich eine scharfe Schusswaffe in der Hand habe, die ich nicht benutzen darf. Sie haben niemanden getötet oder verletzt. Ja, das ist. Ich habe diese Waffe. Also, es ist nicht nötig, sie mir mit Gewalt abzunehmen. Ich werde sie eh nicht benutzen dürfen, solange sie niemanden töten. Und ich glaube. Oh, wir bleiben so dabei, können wir das Ganze auch. Ja. Wer ist denn der Verhandlungspartner gerade unten? Johannes? Ich hoffe nur, dass ich nicht gleich einen Kolben im Nacken habe und. Nein, ich bin oben. Ich bin oben. Sie können mir vertrauen. Wie gesagt, das ist. Deutlich schaden. Das ist ja die Vertrauensbasis, wir überlassen ihnen eine Geisel. Ja, dafür erkläre ich sie ja über meine Gesetze auf, damit sie auch wissen. Ich wurde gut behandelt. Ich nicht einfach die Waffe hochreiße und Rambo spiele.